Adam, 2:2 heute hier in Wegberg beim Auswärtsspiel gegen Schalke 2. War schon ein interessantes Spiel. Zwei Halbzeiten. In der ersten Halbzeit hätte er ja auch das 2:1 machen können, ne? Ja, richtig. Erste Halbzeit haben wir, glaube ich, richtig gut verteidigt. Eigentlich nur das Gegentor zugelassen. Also nichts kam das Gegentor, außer ne? Nichts. Und da hat man natürlich die Klasse eines erfahrenen Stürmers wie Lasogga gesehen. Der macht ja halt gut, aber trotzdem haben wir, glaube ich, in der ersten Halbzeit richtig gut verteidigt und hatten sogar riesen Möglichkeiten. Also ich glaube, wir können in der ersten Halbzeit 2-3 Tore machen, müssen uns da eigentlich belohnen. Ja, das ist die Entwicklung, die wir nehmen müssen, um uns da ja schon auf die Siegerstraße zu bringen in der ersten Halbzeit. Ja, Halbzeit, zweite Halbzeit. Schalke kam wie verwandelt aus der Kabine, wie so ein Intercity-Zug erster Klasse und habe damit gerechnet. Ja, wir wussten schon, dass die in der zweiten Halbzeit nochmal alles reinwerfen werden. Wir wussten auch, dass Schalke eine sehr, sehr spielstarke Mannschaft ist. Das hat man in der letzten Saison schon gesehen. Das hat man ja gerade in der zweiten Halbzeit auch gesehen. Da haben wir es nicht mehr so hinbekommen, da vorne Druck zu machen, dafür mehr Entlastung zu sorgen wie in der ersten Halbzeit. Dann noch die Mammutaufgabe, die ich heute persönlich der Mannschaft gestellt habe mit der echt blöden, dummroten Karte oder gelb-roten Karte. Ich hatte da echt einen Blackout in der Aktion, hatte meine erste gelbe Karte so ein bisschen verdrängt. Und ja, deswegen ein Riesenkompliment, dass die Mannschaft das dann trotzdem so umgerissen hat noch. Wir gewinnen sogar fast das Spiel dann noch in Unterzahl. Wir machen das 2-1 und kriegen dann so ein blödes Freischuss-Tor. Im Endeffekt, denke ich, kann man mit dem Spiel heute trotzdem zufrieden sein. Wie gesagt, nach der gelb-roten Karte dann hier mit einem Punkt nach Hause zu fahren, ist, denke ich, so ein Gegner. War es denn wirklich nötig, den Einsatz da zu der gelb-roten zu riskieren? Also es war schon ein taktisches Foul, kann man da machen, wenn man kein Gelb hat, weil ich die Situation schon als gefährlich empfunden habe. Wenn ich da nicht hingehe, dribbelt er auf unsere Kette zu. Aber klar, in dem Wissen, wenn man Gelb hat, darf man da so nicht hingehen. Da hätte ich mehr aufpassen müssen. Habe es dann tatsächlich in der Aktion, als ich ihn schon gefoult habe, gecheckt. Was so Gelb, kannst du nicht hingehen. Und ja, da musste ich leider runter. Ja, du bist ja ein erfahrener Profi und dementsprechend war wahrscheinlich eine Sekunde schwarzes Licht, ne, in den Augen. Ganz genau, also war ein absoluter Blackout, der mir natürlich so nicht passieren darf. Der wird mir auch so nicht mehr passieren, hoffe ich. Und ja, aber wie gesagt, Riesenkompliment an die Mannschaft, die das dann trotzdem noch mit einem Punkt nach Hause gebracht hat. Zwei Spiele, 4 Punkte. Wie siehst du die Situation? Ich denke, es ist ein absolut guter Start. Also wir haben eben zwei richtig gute U23-Mannschaften gespielt, die letztes Jahr eine sehr, sehr gute Rolle gespielt haben. Deswegen zwei Auswärtsspiele eigentlich gehabt. Man kann das hier ja nicht so wirklich als Heimspiel bezeichnen. Damit aus 4 Punkten oder daraus mit 4 Punkten rauszugehen, ist, denke ich, absolut akzeptabel.